Endlich geht es weiter mit Metroid Prime. Willkommen zurück. Warum jetzt so lange kein Partner kam, lässt sich recht einfach erklären. Es lag daran, da ich mal wieder ein paar Tage, naja, nicht weg war, sondern Besuch hatte und in der Zeit natürlich logischerweise nichts aufnehmen konnte. Aber ich habe halt die Zeit genutzt und trotzdem was hochgeladen oder halt vorhochgeladen, um es dann geplant zu veröffentlichen. Und das war eben ein komplett neues Projekt, weil ich dieses Let's Play schon lange geplant hatte. Und es bot sich ja gerade an. Hammerwatch, ihr wisst schon. Ist ja jetzt auch komplett beendet und jetzt geht es natürlich wieder weiter mit Metroid. Auch mit Unreal will es noch weitergehen, obwohl natürlich noch vorher oder nachher, keine Ahnung. Jedenfalls nehme ich das hier gerade vor einer neuen Folge Unreal auf, weil ich gerade übelst Bock auf Metroid Prime habe. Naja. Okay, warum zerpflück ich die eigentlich? Das ist voll unwichtig. Warum? Nicht warum. Was wir im letzten Part gemacht haben, ist wieder eine ganze Weile her. Wir sind, glaube ich, in die Phason-Mine gegangen, um uns letzten beiden Artefakte zu holen. Eins haben wir schon, das letzte muss ich mir noch holen. Und ich gucke gerade mal, ob ich dafür nicht einen kürzeren Gang finde. Ah ja, warte mal, das ist ja der Eisgang hier, ne? Bekloppt oder so? Was ist das für ein Raum hier? Ach so. Ach so, ach so, ach so. Ach so, okay. Da ist grün. Wo komme ich denn bei grün raus? Ich weiß nicht, in welchen Gang ich leider muss, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe einfach mal rückwärts ab. Ja, ich muss jetzt gerade mal gucken. Das hätte ich eigentlich auch mal offscreen machen können. Da, Phasenverbindungstunnel. Da ist das letzte Artefakt drin. Gucken, rosa. Wo ist rosa? Da ist rosa. Das heißt, ich muss tatsächlich... Ups. Ja, muss wieder hier hin. Das heißt, ich muss da wieder den grünen... Oh, also diese doppelten Schichten zum Teil, die irritieren ein bisschen. Das heißt, ich kann den gelben Fahrstuhl nehmen oder den grünen. Ah ja, gelb kann ich beim Rückweg nehmen und dann grün. Wo ist grün? Ups, bin ich wieder hier. Ach so. Da wo ich fast bin, ja okay, dann muss ich in den Eisgang hinter mir. Da werde ich jetzt ein bisschen öfter die Karte öffnen müssen, weil das ein bisschen komplizierter ist. Der Weg. The way. That's the way she shall egg it. Ja, das kann jetzt ein reiner Artefaktsuche-Part werden, weil ich wieder so eh zu unfähig bin. Aber das macht absolut nichts. Ach ja, und, Freunde, ja. Ist jetzt schon lange Zeit ver... Mann! Da ist gerade voll nicht gesprungen. Ist ja schon wieder lange Zeit vergangen, nicht wahr? Und in der Zeit habe ich mal recherchiert wegen dem letzten Missile-Container. Und, Freunde, ihr werdet es mir nicht glauben, ich habe ihn gefunden. Also ich gehe davon aus, weil ich habe natürlich noch nicht nachgeguckt, weil ich keine unnötige Spielzeit haben will. Zum Nachgucken. Och, verpiss dich doch. Und, warum habe ich den ausgerüstet? Ich habe geguckt und ich glaube, den haben wir noch nicht eingesammelt. Ich kann mich überhaupt nicht an den erinnern irgendwie. Deswegen gehe ich davon aus, dass der sein wird. Was war das? Saus hat gerade kurz so tüt gemacht und das hat er einfach wieder losgelassen. Es kostet unnötig Zeit. Kann ich nicht von hier unten ran? Ups. Leute, nee. Ich bin wieder kurz vorm Ragen hier. Nein, eigentlich nicht. Aber das regt mich immer so ein bisschen auf, wenn man in Spielen weiterkommen, weil man selber viel zu unfähig ist. Vielen Dank. So. Mein Z-Knopf vom Nunchuck ist ja scheinbar ein bisschen kaputt, weil manchmal drückt er einfach Z, obwohl ich gar nichts mache oder lässt es los. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Aber das macht nichts. So, bitte, please. Please. So, ab nach oben. Noch mehr nach... Mir runtergefallen. Oh, dann gehen wir hier nach oben. Ich glaube, hier unten ist... Ja, hier unten ist... Nein, keine coole Schwerkraft, wollte ich sagen. Hier kann ich nach oben. Einfach da durch. Ah. Gut. Einfach hier durch. Und hier kam ich doch, oder nicht? Hep. Wow. Wow. Oh. Ich bin da wieder total scheiße drauf heute. Ohne Witz. Nee, von da kam ich ja gar... Nee, hä? Okay, ich muss den Gang nicht checken, wie man den hier genau abfahren soll.
Aber das macht absolut nichts, denn wir werden es finden. Und wir haben es gefunden. Yay. War nur halb so kompliziert, wie ich dachte. Warum habe ich den Powerbeam? Okay, sind wieder Metroids. Ich muss jetzt quasi in den Gang hier. Also muss ich den oberen nehmen. Der links neben oben mir. Und der links eben oben neben oben mir ist hier. Genau. Please open the door. Ach ja, hier kommt wieder die Ecke. Wow! Okay. Notiz an mich selbst. Man kann sich erst an den Magnetschienen festhalten, wenn man komplett zum Morphball geworden ist. Das habe ich gerade vorhin nicht gecheckt, deswegen habe sofort Z gedrückt, als ich zum Morphball wurde. Bin schon gleich losgedüst, aber natürlich hat er das noch nicht gemacht. Hier wird der coole Einschlagskrater. Übelst episch gemacht, wie ich finde. Ups. Ah, mal gucken, ob hier noch was drin ist. Ein paar Missiles für uns vielleicht. Ja, vielen Dank. Ich brauche die zwar noch nicht, aber ich finde es ganz cool. Hier oben ist Gift. Oh, jetzt habe ich den Aussehen schon ausgelöst, den Typen. Macht nix. Normale Weltraumpiraten, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Die machen mir absolut nichts mehr. Genau gucken, wo ich hin muss. Bum, bum, bum. Ich glaube, ich muss sogar... Ja, ich könnte sogar alternativ hier durchgehen. Es geht sogar fast schneller. Ja, es geht auch schneller. Gut. Ich habe meinen Weg, meine Route. Ich werde natürlich jetzt so schnell abgrasen, wie ich nur kann. Scheiß auf sämtliche Gegner. Ich hoffe nur, dass ich jetzt recht schnell durchkomme. Schralla. Oh, Mann, ihr dummen Schattenpiraten, ey. Ja, ja, ich weiß schon. Der Eisbeam, der wird hier benötigt. Schwupp. Open the door. Ja, ja, Ladezeiten bei der Wii-Version, ich weiß schon. So, wo war denn die Tür hier unten nochmal? Da. Powerbeam Pirat ist mir auch scheißegal. Mach die Tür auf. Danke. Oh, hat mich noch vorhin von hinten geboxt eben. Naja, alle Piraten müssten wir tatsächlich schon besiegt haben. Die man hier so finden kann. Natürlich auch schon alle gescannt, weil wir einfach so cool sind. Hep. Hep, schaffe ich das? Oh, aber gerade so. Ladezeit, please. Danke. Och, jetzt kommen die Penner hier schon wieder. Oh, das war knapp. Okay. Wie spät haben wir es denn? Ich habe nur noch 7 Minuten. 8 Minuten jetzt nur mit Laufen verbracht. Ich muss mich aber echt... Ich muss mich jetzt beeilen. Ich will wenigstens das Artefakt in diesem Part noch bekommen. Das ist mein großes Ziel. Oh, hier ist voll dunkel. Hier kennt man gar nichts. Ja, auf YouTube habe ich schon gemerkt, ist ja irgendwie die Qualität dieses Let's Plays richtig für ein Popo. Ich verstehe das persönlich echt nicht. Ich glaube, es liegt einfach, ja, das Spiel mag mich wohl nicht. Weil, ich nehme ja mit meinem 10-Euro-Grabber auf, der natürlich nicht die beste Qualität hat. Aber meine anderen Let's Plays, die ich bisher damit gemacht habe, wie zum Beispiel Hot Wheels, hat in meinen Augen echt eine, für den Grabber, richtig gute Qualität. Völlig ausreichend. Oh, das sind die neuen Metroids, Leute. So, 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 so. Scheiße. Okay. Ne, die spalten sich nämlich. Wie man sieht, spalt Metroid. Das Metroid, der sich in zwei Organismen teilen kann. Und wir sehen schon, der Typ, die Typen sind orange und rot. Das ist natürlich eine Anspielung auf die Beams. Oh Mann. Ich glaube, wir können die auch einfach mit einer Super Missile plätten. Ja. Also ansonsten halt, wenn wir keine Super Missiles haben, müssten wir die erstmal zum Spalten bringen. Und dann eben cool mit dem unseren Beams zerstören. Was ich sagen wollte. Qualität bei Hot Wheels ist für Popo. Bei Hot Wheels ist cool und bei Metroid für Popo. Warum, kann ich mir nicht erklären. Ist hier unten irgendwas? Nö. Kann ich mir nicht erklären. Das mache ich hier eigentlich für einen Quatsch. Wenn ich so zocke, ist die Qualität eigentlich in Ordnung. Finde ich. So, lassen wir sie mal spalten. Zeigen, demonstrieren wir es mal. Das ist natürlich ein Eisbeam. Ja, okay, hier nicht von den Dingern geschnappt zu werden, ist ziemlich schwer. Ich möchte es jetzt aber einmal demonstrieren, wie man es normal macht. Oh, der ist schon gleich zerfetzt. Wegen dem Ding im Hintergrund.
Oh Mann. So, bitte komm. Danke. Uah. Jetzt nicht noch runterfallen, bitte. Es wäre wirklich nur zu unnötig. Weil ich echt keine Lust habe, jetzt noch hier so ein Fail reinzuhauen. Weil ich wenigstens das Artefakt noch holen will. Weil das ist jetzt Part 39. Dann will ich in 40 den Missile-Container holen. Dann vielleicht schon in 41, 42 das Spiel beenden. Wer weiß das schon. Weil wir haben, ich habe schon geguckt, wir haben schon 97% vom Spiel. Yay. Ich glaube, man kann sogar 100% kriegen, bevor man das Spiel eigentlich durchgespielt hat. Ist ganz lustig und ein bisschen sinnlos. Ah ja, wir sind gleich da. Wunderbärchen. Dann werde ich auch versuchen, dann gehe ich einfach durch die Markenmuscheln zurück. Weil wir dann, glaube ich, schneller zur Eiswüste zurückkommen. Oh, ist echt so unnötig, dass wir da noch ganz hingehen müssen. Aber wir sind ja jung, können uns noch gut bewegen. Wie alt ist denn Samus eigentlich? Ich weiß echt überhaupt nicht, wie alt Samus ist. Bestimmt wird das irgendwo erwähnt, im Metroid-Manga oder so. Es gibt ja Metroid-Manga, aber der ist leider nur in Japan erschienen. Ich will den lesen. Es gibt eine deutsche Fanübersetzung, die will ich mir auf jeden Fall mal anlesen. Habe ich bisher noch nicht gemacht, leider. Zeigt ja so ein bisschen die Geschichte von Metroid 1, glaube ich, mit ein paar Änderungen. Halt so der Anfang, wie Samus denn nur gestorben ist und so. Zeigt das, glaube ich. Und dann halt Dings. Aber irre ich mich oder ist jetzt... Boah, na klar. Boah. Halt doch die Fresse, ey, ohne Witz. Mann, ich habe keine Zeit. Oh Mann. Ihr dumm? Sauger-Metroids. Wie heißen die noch? Jäger-Metroids. Alter, alles voll hier. Zack, friss das. Na toll, einen damit getroffen. Okay. Gibt's noch irgendwas? Metroid-Manga will ich lesen. Muss ich auf jeden Fall nochmal nachholen. Wo halt Metroid 1 Geschichte erzählt wird. Ein bisschen anders, glaube ich. Und halt mit der Vorgeschichte, wie Samus Eltern gestorben sind und so. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt in diesem LP. Was da genau mit Samus abgegangen ist. So, jetzt bitte, Segelgleiter. Natürlich, natürlich verarscht du mich wieder, das war so klar. Sag mal, erinnere mich, dass das hier viel heller als letztes Mal. Was ist denn hier passiert? Warum ist das hier so übel hell? Naja. Oh man, bitte, ey, ich will das jetzt noch holen. Ich bin gerade echt... Ich bin jetzt nicht schlecht gelaunt, aber das macht mir jetzt wieder so ein bisschen... komm, unnötig. Ich möchte jetzt schnell dahin. Ich weiß, ich will das nicht wieder schneiden hier. Das ist nämlich blöd gerade. Wo fliegst du lang, du behindertes Vieh? Oh, eigentlich benutze ich das Wort behindert nur ungern, aber jetzt habe ich es, muss ich es echt mal verwenden. Weil mich der Typ so zum Ragen bringt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist echt... Oh, das ist der... Mann. Dumme, hässliche Segelgleiter, ey. Die haben so eine dumme Flugroute. Manchmal fliegen die so, manchmal so. Gerade wie sie lustig sind. Bitte, Segelgleiter. Du bist doch ziemlich hässlich, wenn ich das nur sagen darf. So. Meine Fresse. Vielen Dank. So. Weiter. Jetzt sind wir schon im Tunnel sein. Jupp. Und hier finden wir jetzt das letzte Schuss-Artefakt. Und das einzige, wodurch oder warum wir überhaupt den, ja, Faser und Dings brauchen, weil wir jetzt nämlich hier bewegen können. Kann ich das eigentlich so kaputt machen? Ah ja. Wunderbar. Und hier wären wir niemals so durchgekommen. Also hier noch schon, aber hier jetzt. Ne? Wären wir übelst... Hätten wir gemacht. Und tot wären wir. Knacks. Knacks. Und Knecki und Kneckebrot und zack. Und das letzte Schussartefakt. La la la. Oh, Freunde, wir haben alle Artefakte. Oh yeah, jetzt haben wir schon Items. Oh, 98. Cool. Bringt jetzt echt das letzte schon? Freunde, es irritiert mich gerade ein bisschen. Keine Anmerkung, dass wir alle haben. Schade. Mich irritiert das gerade ein bisschen, wenn ich ganz ehrlich bin, dass wir 98% haben. Wenn wir jetzt den Missile-Container holen, dürfen wir nur 99 haben, nicht wahr? Hm, vielleicht zählt er 2%, aber... Wenn nicht, dann ist meine Befürchtung, dass ich einen Powerbomben-Container irgendwo nicht geholt habe. Was wir dann... bin ich überhaupt richtig?
Ja, bin ich. Was wir dann in irgendeiner Art und Weise nochmal nachholen müssten. Geht mir nicht auf den Sack. Bitte. Ach, ich kann einfach durchlaufen. Was ist denn das Problem eigentlich? Ach nee, da oben ist die Tür, ne? Natürlich ist die Tür weiter oben. Das findet ihr wieder witzig. Mit Segelgleiter, genau. Warum denn auch nicht? Da dachten sich die Entwickler mal, ja, das finden wir witzig. Mann, jetzt stirbt! Gaff, gaff. So, jetzt habe ich alle Super-Missiles verbraten. Nicht Super-Missiles, sondern Powerbomben, aber ich habe gleichzeitig alle getötet. Besser geht's doch wohl gar nicht. Nee, hier war das letzte, wo ich letztes Mal so gefailt habe, ne? Genau. Oh, Segelgleiter. Ja, Freunde, ich müsste jetzt auch langsam den Part beenden. Ich würde sagen, ich versuch's jetzt nochmal. Und wenn ich jetzt schon beim ersten Mal scheiter, wovon der Schlag auszugehen ist. Boah, ich erkenne überhaupt nicht, wo ich hinspringe. Oh ja, ich konnte überhaupt nichts sehen. Freunde, im nächsten Part bin ich schon da oben, weil, ja, Rages werden mich zum Ragen bringen. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Part wieder, wenn wir uns den letzten Missile-Container holen. Also, bis zum nächsten Part. Tschüss!